mich da rein! Anders Wohnen nennt sich die Baugenossenschaft, die gleich hinter Nürnbergs Hauptbahnhof ein Wohngebäude für ca. 50 Senioren und Alleinerziehende mit ihren Kindern errichtet. Ich bin erfahren in solchen Dingen. Unsere Genossenschaft baut hier ein oder realisiert ein Wohnprojekt. Es entstehen hier 44 Wohneinheiten für ältere Menschen, für Senioren und für Alleinerziehende. Das Besondere soll also sein, dass sich diese Generationen, es werden drei Generationen sein, im Alltag gegenseitig unterstützen. Offiziell nennt sich dieses in Deutschland bisher einmalige Projekt Wohnen Plus, wird aber von allen nur liebevoll Anders Wohnen genannt, wobei sich das Plus auf den von allen Beteiligten mit Leben zu erfüllenden Versorgungsverbund bezieht. Dieser Versorgungsverbund bedeutet, dass wir durch gegenseitige Ehren- und nebenamtliche Unterstützung eine optimale Versorgungslage beider Personengruppen realisieren wollen. Ein halbes Jahr vor dem geplanten Einzugstermin geben sich im Büro von Anders Wohnen die künftigen Bewohner die Klinke in die Hand. Im Laufe des Tages kommen alle vorbei, um sich den passenden Bodenbelag sowie die Fliesen für Bad und Küche auszusuchen. Und Ahorn ist wieder das Hellste. Und du musst halt dann ankreuzen, was du willst. Viele beschäftigen sich schon seit längerer Zeit mit der Frage, wie sie im Alter wohnen möchten. Das war meine Vision vor 10 Jahren. Das war meine Idee, irgendwann mal mit ein paar Freunden zusammen so eine Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft zu verwirklichen. Aber damals waren die Freunde alle und gesagt, ja, es ist ja noch nicht so weit, irgendwann machen wir das. Ne? Aber ich gesagt, das ist Unsinn, weil man muss ja zusammen wachsen. Wenn man alle beieinander sind, wir sind gesund und dann lebt man zusammen, dann wächst man auch zusammen und lernt man sich besser kennen, als wenn man so schon gebrechlich ist und dann fängt man mit so einem Projekt an. Das war für mich praktisch Unsinn, ne? Aber keiner wollte da festlegen. Und dadurch ist es eingeschlafen. Ne? Aber ich freue mich. Natürlich, da sind ja viele Menschen, da sind 42 Parteien, glaube ich. Aber ich denke, wenn man selbst offen und ehrlich ist, wird schon klappen. Restliche Nassräume. Ja, ich glaube, ich will den Küchenspiegel weiß, kann ich schon jetzt sagen, und den Badgelb. Für die meisten wird der Umzug auch eine Verkleinerung des Wohnraums mit sich bringen. Ich muss also genau überlegen, welche Möbel kann ich mitnehmen, von welchen verabschiede ich mich, was soll ich jetzt schon langsam ausmisten und so. Es ist geschmacksintensiv. Ich habe jetzt noch ein bisschen im Internet recherchiert. Penthouse-Nachteile, da ist immer das Dach angesprochen, die Flachdächer. Das ist immer ein bisschen. Aber wir werden Glück haben. Bei manchen ist die Vorfreude auf das Projekt so groß, dass die damit verbundenen Veränderungen und Einschränkungen dahinter verblassen. Ich weiß dann, ich habe Gesellschaft. Ja, und auch wenn ich mal krank werde oder pflegebedürftig, es gibt den Versorgungsverbund. Und ganz wichtig war für mich, ich muss nicht in ein Altenheim. Bin zwar alt, aber trotzdem, das ist immer Horror. Altenheim, abgeschoben und da ist viel Leben, auch in der Südstadt. Es ist wirklich sehr urban alles und da freue ich mich drauf.